Konnichiwa. Hallo ihr Lieben. Heute ist es Zeit für Sushi, ein japanisches Gericht, dem keine Grenzen gesetzt sind. Das Basiselement jedes Sushis besteht aus gekochtem und gesäuertem Reis. Die Füllung ist vielfältig. Vom Fisch wie Lachs oder Thunfisch über Avocado bis hin zu Gurke oder Mango könnt ihr alles ausprobieren. Zuerst den gekochten Reis mit dem Reisessig vermengen. Ihr könnt optional auch Sake verwenden, wenn ihr wollt. Für eine saubere Arbeit die Bambusmatte mit einer Frischhaltefolie umwickeln. Nun nehmt ihr ein Blatt Seetang. Wie ihr seht, ein Seetangblatt hat lange parallele Linien. Diese Linien werden parallel zu den dicksten Linien der Sushi-Matte platziert. Die Hände befeuchten und ein paar Häufchen Sushi-Reis auf das Seetangblatt platzieren. Den Reis uniform auf das Blatt verteilen. An einem Ende mindestens 3 cm freilassen. Eine Sesammischung kann jetzt über den Reis verstreut werden. In einer Handbewegung das Seetang- oder Nori-Blatt umdrehen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, der Reis wird dran kleben. Wie am Anfang gesagt, der Füllung werden keine Grenzen gesetzt. Hierfür habe ich Avocado, Gurke und geräucherten Lachs verwendet. Der schwierigste Teil kommt jetzt. Mit Übung kann man aber eines Tages alles meistern. Wir beginnen das Rollen am beleckten Rand des Nori-Blattes und üben gleichmäßigen Druck auf die rollende Hand aus. Mit einem scharfen und sauberen Messer schneiden wir jetzt die Sushi-Rolle in 3 cm dicke Stücke. Fertig ist unsere Variation von California Rolls Inside Out Sushi. Für obendrauf kann Kaviar als Dekoration benutzt werden. Für Maki Sushi oder Maki Rolls folgen wir denselben Schritten, indem wir ein Nori-Blatt auf die Bambusmatte legen und es mit Reis belegen. Ebenfalls ein Ende muss frei bleiben, damit die Schließung der Sushi-Rolle gewährleistet wird. Und wie gewohnt folgt jetzt die Belegung des Sushis. Und wieder mit Druck auf die Hand die Sushi-Rolle schließen. Der extra ausgedruckte Reis wird entfernt und die Rolle sauber abgeschlossen. Das Sushi mit einem scharfen Messer aufschneiden. Am besten nach jedem Schnitt die Messerklinge mit einem sauberen Tuch abwischen. Das war alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls noch nicht erfolgt, bitte abonniert euch meinen Kanal für mehr internationale Rezepte. Bis zum nächsten Mal.